Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, dem Stempler. Wir kümmern uns heute um dieses wunderschöne Projekt. Ich mache es ein bisschen eine andere Farbkombi im Video. Vielleicht ändere ich es auch nochmal tatsächlich auf die blaue Version, je nachdem, ob mir das dann gefällt oder nicht. Diese Technik wurde sich gewünscht von der lieben Rihanna. Die hat gefragt, ob ich so mal eine spezielle Hintergrundtechnik zeigen kann. Und das ist die Technik und genau. Gut, es hat ein Kunstlevel von 2, eigentlich schon fast 2,5, weil wir hier noch einiges im Hintergrund machen. Wir können es eigentlich auf 3 setzen. Ich setze einfach auf 3, dann ist gut. Also es ist wie immer nicht schwierig, aber man muss halt ein bisschen was machen. Also Kunstlevel von 3, Techniklevel von 1 und Budgetlevel auch von 2. Ich habe hier ein Produktpaket benutzt und dann eventuell noch einen Spruch. Kann man natürlich auch ohne Stanzform machen, aber ich fand das hier schön, um das auszudekorieren. Gut, dann fangen wir auch einfach an, direkt hier mit dem Hintergrundstreifen. Ich sage es direkt jetzt, bevor ich es vergesse, diese Farbkombi sind 3 der neuen In-Colors, nämlich Karibikblau, Orchideenlila und Nachtblau. Total schön, auch eben in Kombination. Und wir machen so ein bisschen eine frühlingshaftere Version in verschiedenen bunten Farben. Dazu habe ich mir zuerst einen Streifen rausgeschnitten. Der wird am Ende 5 x 14,5 cm lang sein. Der hier ist ein bisschen größer geschnitten, denn wenn man mit Schwämmchen oder mit Blendingpinseln arbeitet, werden die Ränder so ein bisschen, ich habe es hier mal auf einem Teststreifen, werden die Ränder so ein bisschen dunkler. Und das kann man behalten, das kann man auch weglassen. Und damit ich nachher die Option habe, habe ich mir den ein bisschen größer geschnitten, damit ich oben und unten dann was abschneiden kann und bin diese Ränder los. Vielleicht möchte ich auch nachher behalten, das weiß ich noch nicht. Aber ich habe es eben ein bisschen größer geschnitten, dass ich das quasi am Ende rausschneiden kann. Links und rechts müsste man es nicht länger lassen, das war hier ein Reststreifen. Das kommt darauf an, ob ihr das genau ausgesäbelt kriegt aus dem Papier oder nicht. Also nur so als kleiner Zwischenhinweis, man kann das überstehen lassen, muss man aber nicht. So, ich klebe mir das, damit das ein bisschen leichter zu handeln ist. Wobei, nee, passt doch so. Wir müssen nachher sowieso an den Tisch kleben für die Strukturpaste. Gut, Farben. Ich habe hier eine Farbauswahl. Ich beginne mit Papaya und ich habe meine Blendingpinsel hier. Und dann fange ich einfach mal an. Und hier sieht man halt recht schön, jetzt ist es noch besonders krass, dass es halt am Rand diese Kante ergibt. Und ich finde die, glaube ich, sehr schön. Wahrscheinlich möchte ich das sogar behalten, oder? Ja. Dann schneide ich es mal direkt doch runter. Ich habe ja genau das Gegenteil gemacht von dem, was ich vorhin erzählt habe. Möchte ich aber diese Kante hier jetzt behalten, müsst ihr aber nicht. Das heißt, wenn ihr sagt, nö, ich möchte lieber einen softeren Übergang haben, dann lasst ihr das halt sein. Achso, und hier kann man natürlich auch einfach ein Designerpapier drunter benutzen. Also ihr könnt ja trotzdem die Strukturpaste oben drüber machen. Aber das ist dann nicht so aufwendig, gerade wenn ihr noch nicht viele Farben habt oder sowas. Das kann man natürlich jeder machen, wie er möchte. So. Das heißt, hier unten kommt erstmal so ein großer Fleck von dem Papaya rein. Das ist ja eine sehr, sehr, sehr sanfte Farbe. Deswegen kann man die ruhig ein bisschen weiter ausblenden. Und dann mischt sich die in die anderen Farben rein. Vielleicht müssen wir auch nachher nochmal zurückkommen, weiß ich noch nicht. Dann habe ich Lindgrün. Ich habe für meine Farbfamilie, also ich habe eine gelbe Bürste, eine grüne Bürste, eine blaue Bürste und so weiter und so fort. Die kann man auswaschen, aber ich finde es praktischer, wenn man einfach von jeder Farbfamilie quasi einen hat. Und dann ist es ein bisschen einfacher. Also ich habe nicht für jede Farbe einen, sondern halt nur für die Grüntöne insgesamt, dass sich das nicht gruselig mischt oder so. So. Wir wollen es auch nicht zu zart haben, weil wir hauen da ja die Strukturpaste drüber, die dann ja dieses weiße Muster drauf macht. Das heißt, wir wollen es auch nicht zu sanft haben, sonst sieht man das nachher nicht so gut. Dann habe ich hier Babyblau. Auf meinem Teststreifen habe ich Aquamarin benutzt, aber das hat mir dann doch nicht so gut gefallen. Und jetzt probiere ich mal das hier in Babyblau aus. So, ihr seht übrigens, ich tupfe wie immer die Bürste einmal ab, dass wir keine groben Spuren hier bekommen. Ja, ich glaube, das Babyblau gefällt mir deutlich besser als das Aquamarin. Das hätte ich nicht gedacht, weil eigentlich liebe ich die Farbe ja total. Hier muss man ein bisschen aufpassen, die nicht zu sehr ineinander mischen. Das Blau und das Orange mischt sich nicht so nett. Dann habe ich hier Heideblüte als pastelliges Lila für die Ecke. Ich habe auch geguckt, dass die Farben, die ich nebeneinander packe, sich nicht beißen. Also Lila und Blau und Grün passt so in dieselbe Ecke.
Also mehr so die kälteren Töne. Und hier ist dann Grün und Orange und das Pink nachher. Das sind dann eher die etwas wärmeren Töne. Also ich habe geguckt, dass ich die so ein bisschen sortiere und halt nicht zu doll durcheinander mache. Und da mit der Regel könnt ihr dann eigentlich auch eine Farbkombi nehmen, was auch immer ihr lustig seid. Gut, das war noch das Lila. Und das ist hier das Bonbonrosa. Die ist recht quietschig, deswegen muss ich da einmal ordentlich abnehmen und wirklich nur so einen Hauch drauf bringen. Aber die hat halt genau den perfekten Farbton. Müssen wir halt nur sanft auftragen, dass das nicht zu knallig wird. So. Dann haben wir hier einen schönen, frischen, pastelligen Hintergrund. Könnt ihr natürlich auch deutlich kräftiger machen. Aber das war die Inspiration, die mir die Rihanna geschickt hatte und gefragt habe, kannst du das nicht mal zeigen? Und das war hier so ein bisschen pastelliger angehaucht. So, und ich glaube, ich gehe noch ein bisschen rein mit dem Lila. Aber dann gefällt mir das auch super gut. So wie es ist. Genau, das darf noch ein bisschen stärker sein. Super. Gut, und dann kann das so bleiben. Die kommen hier alle an den Rand. Sehr gut, die Bürsten kommen auch wieder hier weg. So, und dann hauen wir doch einfach direkt die Strukturpaste drüber, weil ihr wisst, das muss ein Sekündchen trocknen. Dafür nehme ich Flink und Fest und mache einfach hier so ein kleines bisschen hin. Wobei wir können auch zwei, drei so ganz kleine Tupfer setzen. Und dann mit dem Finger einmal drüber, nicht zu oft, sonst klebt es gar nicht mehr, aber halt einmal drüber, dass es nicht mehr besonders gut klebt. Und das klebe ich mir dann hier hin. Ich ziehe mal gleich hier das ab, dass ich das an die Seite legen kann dann. Und dann schnappe ich mir eine Deko-Schablone, davon haben wir immer mindestens ein Set im Katalog. Das hier ist jetzt das noch aus dem alten Jahreskatalog, aber nehmt was auch immer ihr habt oder was ihr schick findet. Das lege ich da drüber und klebe das mit Washi-Tape fest. So, gucken, wie ich das haben möchte. Ich würde mal sagen so. Und dann klebe ich hier links und rechts diese Maske an. Und jetzt könnt ihr da mit Farbe durchschmieren, was auch immer ihr wollt. Ich habe das auch hier mal einen Teststreifen gemacht mit der Krafttinte in Weiß, die in dem hier in der Flüsserweiß-Tinte. Wobei, da müsste jetzt langsam sogar auch Grundweiß draufstehen, oder? Genau, also die kommt mit dem Nachfüller. Ich mache das nicht ins komplette Kissen, weil brauche ich meistens nicht. Ich mache immer so viel, wie ich benutze. Und dann gehe ich da rein mit einem Fingerschwämmchen. Ja, mit so einem von denen. Da habe ich eins, wo eben weiß draufsteht. Und damit habe ich quasi durch diese Maske die weiße Farbe hier drauf getupft. Und das kommt auch sehr nah ran an eben die Inspiration, die mir die Rihanna geschickt hat. Da war nur so eine Hintergrundtechnik drauf. Also die Karte sieht ganz anders aus. Deswegen blende ich euch jetzt auch kein Bild ein. Es ging nur um diese Technik. Ich glaube, auf dem Bild war das mit der weißen Tinte gemacht. Aber ich habe dann Strukturpaste benutzt. Das ist ein kleines bisschen kräftigeres Weiß. Aber es hat halt diese Textur. Man sieht immer noch die Farbe durch, die unten drunter ist, wenn man das nur ganz hauchzart aufträgt. Ich finde aber den Effekt hier cooler und es fasst sich auch schöner an. Deswegen habe ich mich dann nicht für die weiße Pigmenttinte entschieden, sondern für die Strukturpaste. Okay. So, hier ist besagte Strukturpaste. Ich habe die aus der Dose, aus der die kommt, rausgenommen, in so ein Glas gefüllt. Das habe ich auch schon 100 Mal erzählt, einfach weil ich dem nicht traue, dass es so 100% dicht ist und dem einen Machtglas halt schon. Und dann haben wir hier so diese Spatelwerkzeuge, die haben wir auch im Katalog im Dreier-Set. Ich habe übrigens ein ganz eigenes Video. Ich verlinke es hier oben zu der Strukturpaste, wo ich einiges dazu erzähle. Also hier ist wieder immer nur der Schnelldurchlauf und nur die wichtigsten Sachen gesagt. Und ich schmiere das jetzt einfach mal hier drüber. Schritt 1 ist gucken, dass echt alles bedeckt ist. Ich möchte hier einen sehr gleichmäßigen Auftrag. Also normalerweise habe ich da gern Löcher drin. Aber diesmal möchte ich, dass alles komplett bedeckt ist. So, und hier unten auch. Perfekt. Braucht eine gute Menge. Und dann, deswegen habe ich auch hier diesen länglichen rausgenommen, gehe ich einmal mit gut Druck über alles komplett drüber und ziehe echt fast alles wieder ab. Muss natürlich gucken, dass dabei keine Löcher entstehen. So. Denn ich möchte eben, dass es nur hauchzart ist, damit wir auch echt die Farbe noch drunter durchsehen. Dass es eben ein Effekt für oben drauf ist und das nicht irgendwie kaputt macht. So, das hier werde ich jetzt einmal ablösen und quasi neu positionieren, dass mir das nicht an den Rändern, wenn das hier über den Rand rausgeht, irgendwie festklebt oder sowas. Das heißt, ich mogel mir das hier nur so ein bisschen ab.
und bewege das quasi nur einmal und lasse es dann hier drüben trocknen. Und das gehe ich jetzt sofort unterm Waschbecken sauber machen, weil sonst trocknet es an und verklebt mir alles. Noch geht's ab. Wir sehen uns gleich. Da bin ich wieder. Mittlerweile, ich habe es nur gerade eben ausgewaschen, ist die Strukturpaste eben ein kleines bisschen angetrocknet. Sie ist noch nicht ganz trocken, aber die trocknet sehr, sehr schnell. Also die muss man nicht über Nacht liegen lassen oder so. Und ich nehme jetzt einfach mal meinen Finger, weil da steht natürlich hier so ein bisschen die Paste über. Und ich nehme meinen Finger und ziehe den einmal so entlang. Das wird ein bisschen bröckelig, aber die Bröcke kann man nachher einfach wegpusten. Und ziehe die eben hier über die Ränder, dass wir einen echt schönen, scharfen Abschluss bekommen und eben nicht die Strukturpaste quasi drüber raushängen haben. Und das mache ich jetzt so in diesem ganz leicht angetrockneten Zustand. Perfekt. Hier noch. Sehr gut. Und jetzt darf das noch komplett austrocknen. Hier drüben irgendwo. Ha, Platz. Hier. Gut. Dann kümmern wir uns mal um die weitere Deko. Ich habe heute wieder gearbeitet mit dem Set aus der Natur. Damit habe ich mich jetzt die letzten Tage mehr beschäftigt. Finde das total klasse. Daraus habe ich hier diesen großen, das große Gestrüpp genommen. Wenn jemand kompetent ist, könnt ihr einmal unten reinschreiben, was das für eine Pflanze ist, wie das heißt. Ist das Ginkgo? Ich habe das, glaube ich, im letzten Video gefragt, ne? Hat aber keiner drunter kommentiert. Okay, also ich habe das auf Transparentpapier oder auf Pergamentpapier gestempelt. Das ist das Ginkgo-Blatt. Jetzt ist das natürlich schon vorher einmal feucht gewesen. Also muss ich gucken, dass ich den Stempel nicht platziere. So. Also zum Embossen. Ich heißpräge das jetzt in Weiß. Auch dazu gibt es ein extra Video. Ich verlinke euch auch das mal hier oben, wo ihr alle Tipps bekommt zum Heißprägen. Das heißt, als allererstes gehe ich mit meinem Antistatik-Dings drüber. Socke mit Talcum-Puder tut es da auch. Dann nehme ich meinen Versamark und benetze hier den Stempel sehr schön mit der klebrigen Tinte. Und dann einmal ordentlich gut draufdrücken. So. Sehr gut. Dann kann ich Stemperatus zur Seite. Ihr müsst nicht zwingend den Stemperatus nehmen, aber ich war zu faul, einen größeren Block rauszuholen und der Stemperatus ist hier sowieso. Deswegen habe ich den benutzt. Wer braucht eben ein bisschen einen größeren Block für diesen Zweig. So, hier ist weißes Embossingpulver. Und damit embosse ich hier eben unser Gestrüpp. So, gut abklopfen. Hier sind zum Beispiel noch ein paar Krümel, das macht aber gar nichts, weil das ist ja nachher weggestanzt. Also da gebe ich jetzt keine Beachtung, aber wenn es hier zwischendrin noch was wäre, dann kann man da mit einem kleinen Pinsel reingehen und dann noch die Krümelchen wegmachen. So, ich schmelze das jetzt ein. Ich lasse euch auch das Bild drin und nur den Ton ein kleines bisschen leiser. So, ganz easy. Ihr braucht übrigens ein relativ feines Embossingpulver. Also das von Stampin' Up! Funktioniert zum Beispiel wunderbar. Aber wenn ihr ein billigeres habt, ist ja an sich kein Thema, aber dann nicht mit so einem Motiv, weil dieses hier ist halt sehr fein gezeichnet. Und wenn ihr da ein groberes Pulver nehmt, dann kommt das nicht gut raus. Genau, das nur so als kleine Randbemerkung. So, das ist jetzt mittlerweile auch vollkommen trocken. Dann können wir das einmal eben ausstanzen. Die Stanzmaschine steht hier auch noch. Super. Zwar in den Stanzformen haben wir ja für den Zweig das drin. Ich habe auch hier diesen Ring, den seht ihr auch gleich nachher. Den habe ich schon mal vorbereitet und ausgestanzt. So, und weil es sich so gewellert hat, nehme ich hier noch das Washi-Tape von vorher und klebe das mal lieber fest. Wir kriegen ja zum Glück die neue Magnetplatte im Jahreskatalog. Ich habe jetzt erfahren, die Mini-Magnetplatte für die Mini-Maschine, die kommt auch raus. Die wird es aber zu Katalogstart noch nicht geben. Die ist in der Endentwicklungsphase. Lieber gucken die da nochmal drüber. Nicht, dass das Gleiche passiert, was letztes Mal passiert ist. Aber die normale Magnetplatte, die wird es schon geben.
So. Das ist hier einmal durch. Super. Die Glanzform runtergefallen. Die hebe ich auch einmal direkt auf, sonst verbummel ich die. So, das ist unser Zweig. Der kommt eben auch nachher drauf. Sehr, sehr schön. Und dann können wir mal gucken, wie weit unser Kunststück ist. Haha, Kunststück. Ja, ist noch ein ganz bisschen feucht, aber das überlebt es trotzdem, wenn wir das jetzt gleich aufkleben. Dann schnappe ich mir einmal hinter mir die Silikonmatte, wenn ich sie denn finde. Hallo? Ah, hier. So, darauf klebt nämlich nichts. Und da können wir nämlich das auch ganz beruhigt drauflegen und alles ist gut. Ich fahre dann da zweimal entlang mit meinem Flink und Fest. Einmal oben, einmal unten. So, und vielleicht noch hier ein bisschen an den Rändern, dass das nachher schöner aussieht. So. Und ich habe hier eben diesen Kranz, den ich gerade euch noch gezeigt habe. Der ist aus Lindgrün ausgestanzt, also hier aus der Farbe, die wir auf jeden Fall benutzt haben. Und ich habe mich halt für den Grünton entschieden, weil es halt Grünzeug ist. Und dann richtet es aus, als wir hier diesen großen Farn links haben. Den finde ich am schönsten und dass der schön noch drauf ist. Und dann stecke ich das Teil hier so rein, dass eben hier mein cooler Farn da auf der Seite ist. Dann klebe ich das einfach an das Klebeband, was da sowieso schon gerade ist. Und dann kann das zusammen nämlich auf das Stückchen Papaya. Das hier sind 5 cm, das heißt, das sind 5,5 cm. Und die Länge von 14,5 cm ist genau die gleiche. Das ist das, was dran geklebt. Ich habe mich für Papaya entschieden, weil das ein sehr neutraler Ton ist, der sich zu vielen Farben gut ergänzt und halt farblich auch in der Mitte ist. Also der passt auch zu dem Ende Lila noch dazu. Der beißt sich nicht mit den ganzen Tönen. Also zum Beispiel hätte ich jetzt einen Lila genommen, wäre ich glaube ich nicht so glücklich gewesen. Gut, das ist also das. Dann kleben wir das auf unsere Kartenbasis. Die hat die Standardmaße wie immer 10,5 x 29 gefalzt bei 14,5. Das ist natürlich grundweiß extra stark. Könnte man jetzt mit Abstandsklebern aufkleben? Vielleicht mache ich das sogar. Weil auf der Karte habe ich es tatsächlich weggelassen. Ich bin ja sonst immer für Abstandskleber, aber hier habe ich das nicht gemacht. Aber vielleicht mache ich das jetzt einfach. Ja, wieso nicht, oder? Probieren wir aus. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt an der Stelle gemacht habt. Also der Farn hier, der wird, oder nicht, halt dieses Gestrüpp hier in Weiß wird auf jeden Fall aufgesetzt mit Abstandsklebern. Aber die Lage darunter könnt ihr mal runter kommentieren, ob ihr die aufgesetzt hättet oder nicht. So, da nehmen wir die Randstücke. Neulich nannte die irgendjemand der Menschen eine Knochen. Ja, das ist wie so ein Skelett, was am Ende übrig bleibt. Und ich merke auch übrigens, diese Paste auf der Rückseite, die ist immer noch nicht komplett ausgehärtet. Aber sie ist halt so, dass man sie anfassen kann und sie... kriegt keine Macken oder geht nicht kaputt oder sowas, aber man muss halt ein bisschen vorsichtig sein. Und es war jetzt echt nur die Zeit, ich bin nur kurz weg gewesen und habe am Waschbecken die Schablone und den Spatel ausgewaschen. Also das härtet super schnell an. So, nachdem das jetzt nicht natürlich mit Flüssigkleber ist, muss ich hier ein bisschen tricksen. Das mal nur so ganz zart drauflegen, denn mein innerer Monk möchte natürlich, dass wir das einmal ausmessen. Also das sind jetzt 2,5 cm. Das sind hier 2,5, also das muss noch so ein Nupsi nach oben. Und mit diesem Ring, der da noch drin ist, kann ich es nämlich nicht so gut abschätzen mit dem Auge, sonst bin ich da relativ gut drin. Ach komm schon. Ja, jetzt weiß ich, warum ich das nicht mit Abstandsaufklebern gemacht habe, weil das Ding ja auch von links und rechts bis zum Rand geht. So, also hier auf 2,5. Und dann drücke ich das hier einmal an. Hebt das hoch, nicht aufsetzen und klebt das an, auch bei 2,5. So, und jetzt haben wir es nämlich perfekt gerade ausgerichtet. Sehr, sehr cool. Dann, das hier können wir auch noch ein bisschen fixieren. Da gehe ich einmal runter mit meinem Tombow auf der Rückseite. Passt auf, diese ganzen Details, die da drauf sind, die sind durchgestanzt. Also nicht zu doll drauf, sonst kommt es euch aus diesen Schlitzen wieder entgegen. So, und dann kleben wir noch unser Gestrüpp auf und für den Spruch muss ich mir da noch kurz Gedanken machen. Da hatte ich nichts vorbereitet, weil ich die Gesamtkomposition erstmal angucken wollte. Das kommt eben hier drauf. Jetzt überdeckt es aber ganz schön viel von dem Blau.
Vielleicht kommt dann einfach viel Blau in den Spruch. So, und zwar habe ich mir dieses Motiv ausgesucht, weil die Basen von den Blättern sind ja alle rein weiß. Und oben fadet es dann so aus in so eben so leicht durchsichtig. Und das bedeutet, wir können unten unser Klebemittel hinkleben. Das heißt, ich schnappe mir jetzt hier meine neuen In-Color Dimensionals und dann setze ich die eben hier in die Basis von den Blättern rein. Also wir brauchen da oben noch irgendwo eins. Vielleicht so. Und dann sieht man die nämlich nicht durch. Das fand ich cool. Weil das Einzige, was tricky ist mit Pergamentpapier, da muss man sich immer überlegen, wie man das aufklebt, weil man sieht ja den Kleber durch. So. Das kommt jetzt nach da. Und dann hauen wir noch auf jeden Fall ein paar Klebis dazu. Ich habe mich gerade umentschieden. Ich möchte jetzt noch ein bisschen weiter nach rechts. Nein, jetzt sieht mir das hier kaputt. Okay, jetzt muss ich schauen, dass es trotzdem da drüber klebt, dass man das nicht sieht. So, perfekt. Gerettet, alles gut. Phew. Dann greife ich einmal hier noch hinter mich. Ich habe nämlich auch schon eine Idee, was für Klebis ich aufsetzen möchte. Also ich wollte entweder den Basic Strassschmuck bunter Schimmer, die irisieren ja so lustig in so verschiedenen Farben, die passen da ganz gut dazu. Oder, wo ist meine andere Box Klebis? Ich wollte diese Perlen aus der Muschelreihe. Das hier sind übrigens die blaue selbstklebende Schmucksteine. Die habe ich aufgeklebt auf das Motiv von eben in Blau. Die passen da sehr gut dazu. Und diese hier, runde Akzente in Opalweiß. Weil die funkeln halt auch so ein bisschen. Und welche nehme ich jetzt? Ich glaube, ich nehme diese. So. Muss man auf Hebwerkzeug. Da. So, das bedeutet, ich setze mal, haben wir ja, genau, da sind zwei Größen drauf, eben große und kleine. Und ich setze einen großen hier tatsächlich auf die Übergangskante, um das streng geometrisch ein bisschen aufzubrechen. Und setze dann noch einen hier auf das Gestrüpp. Und hier oben setze ich auch einen großen, auch wieder auf die Kante, hier zu unserem Farn. Und noch zwei kleine hier oben in die Wildnis. So, dann haben wir insgesamt fünf, die hier auf der Diagonale sind, auch wieder in zarten Farben, mit noch so ein bisschen Glitzy drin oder so irisierenden Flocken. Ja. Mein Nagellack hat heute auch irisierende Flocken drauf, in Blau. Der passt ganz toll, ist mir aufgefallen zu dem Projekt hier. Das passt irgendwie witzig. Das war Zufall. Okay. Dann muss ich mir jetzt noch kurz Gedanken machen für den Spruch. Ich mache mal hier kurz Schnitt und Denkpause. Gut, nach dieser kleinen Zeitreise für euch habe ich einen Spruch gefunden, der dem Projekt gerecht wird. Als allererstes, ich wollte einen Muttertagsspruch haben, weil ich habe noch keine Muttertagskarte. Und in den Tulpen ist hier für die allerbeste Mama. Ich wollte einen ganz kleinen schmalen haben, der sich halt hier noch schön dazu ergänzt. Habe ich den haben wollen. Und auf dem blauen Projekt, da habe ich einfach eine Geburtstagskarte draus gemacht zum Geburtstag. Liebe Wünsche, der ist aus dem Set Wildromantisch, falls das jemand interessiert. Sehr, sehr schön geschrieben. Und ich finde dieses Krakelige, dieses Schreibschriftmäßige passt super gut zu diesem zu dem Gestrüpp hier in Weiß. Also das finde ich echt super. Aber halt dieses kleine, schmale wollte ich auf jeden Fall beibehalten. Deswegen habe ich für die allerbeste Mama aus dem Tulpenset. Und ich wollte es eigentlich auch, hier habe ich es eben in Weiß embossed auf, das ist Nachtblau, einfach das, was auch hier unten ist. Ich wollte aber hier nicht nochmal ein Papaya drauf machen, dann ist mir die Farbe irgendwie zu doll. Und weder Blau noch Lila noch das Rosa haben mich irgendwie glücklich gemacht da drauf, weil das Grün haben wir ja auch schon benutzt. Also habe ich mir Folgendes ausgedacht. Ich habe den Spruch in Weiß gemacht. Ich habe einen Streifen, einen halben Inch, damit er hier perfekt in die Stanze gepasst. Und dann die beiden Enden mit diesem Ende hier gemacht. Hier meine Fähnchenstanze, ist ja eine meiner absoluten Lieblingsstanzen. Und jetzt bin ich gerade dabei, mit Hilfe von den Markern in den jeweiligen Farben koloriere ich jeweils einen Teil aus dem Stempel an, hier drüben, das sieht man kaum. Und dann stempel ich das halt, deswegen im Stemperatus, weil das geht halt immer genau perfekt übereinander. Und dann habe ich nämlich jetzt auch einen Regenbogenspruch in genau den Farben, die im Hintergrund eingebaut sind. So, jetzt muss ich einmal hier noch ein bisschen mehr Blau drauf machen, auf das Die. So. Und so gefällt mir das doch ganz gut. Richtig schön regenbogenmäßig ist das geworden. So, den habe ich übrigens auch mit so einem ganz klein bisschen Flink und Fest, wo ich drauf getippt habe, hier festgeklebt. Und wenn ihr den Flink und Fest hier drauf macht und dann drüber geht, dann bleibt er eben auch da drauf und geht nicht auf eure Unterlage hier. So, das
packe ich einmal aus dem Weg und dann setzen wir den Spruch hier noch auf. Tut mir leid für die kleine Unterbrechung, nur kurz eine Randnotiz. Ich habe mich doch entschieden, den Spruch noch ein bisschen schmaler zu schneiden. Das heißt, ihr könnt das am Anfang direkt beachten, wo ist mein Lineal. Nachdem der Spruch so schmal ist, war ein halber Inch dann doch noch zu breit. Also der hier hat jetzt circa ziemlich genau 1 cm in der Breite, vielleicht sogar noch einen Hauch weniger. Ich habe das jetzt auf ein Post-it dran geklebt, dass ich den in meine Schneidemaschine reinlegen konnte, dass das gut festgehalten wird. Wir können es von vornherein auf 1 cm schneiden. Müsst ihr nur schauen, dass ihr das schön zentriert hier in die Stanze reinmacht. Von unten eben gucken, damit es nicht so seltsam wird. Aber für den mega schmalen Spruch ist das hier schöner. Hier habe ich es eben breiter gewählt, weil ja auch der Spruch breiter ist. Genau, also jetzt nicht wundern, ich habe es nochmal ein kleines bisschen verschmälert. Und der kommt natürlich auch mit der Menschennetz aufgeklebt, beziehungsweise hier kommt der Menschennetz unter den Rand. Also nach da und irgendwie nach da. Und hier dann flink und fest, weil da klebt es dann auf dem Gestrüpp auf. So, das kann man übrigens mit diesen Markern machen. Ich mache das super gerne mit den Markern, vor allem auf den Fotopolymer-Sets. Ihr könntet auch mit den Blending Brushes jeweils ein bisschen Farbe drauf tupfen, aber dieser Stempel ist halt so schmal, da geht es viel besser mit den Markern, da müht ihr euch total einen ab. Aber wenn ihr einen größeren Stempel hättet, wie zum Beispiel diesen Farn hier, dann könnt ihr natürlich auch die Farbe drauf tupfen, dann werden auch die Ränder über schöner. Aber wenn man so einen ganz kleinen Fuzzi-Stempel hat, dann funktioniert das mit den Markern deutlich besser. Gut, und dann kleben wir halt hier noch den letzten Spruch auf und dann sind wir auch fertig. So, das ist jetzt eben in weiß der Spruch. Könnte man nochmal bunt unterlegen, wenn man denn wollte. Aber da ist dann unser Spruch in Regenbogenoptik drauf. Ist auch ganz nett geworden. Mir persönlich, ich kann jetzt schon das Fazit sagen, ich finde die blaue viel eleganter. Ich denke aber, dass diese hier mehr der Fall von meiner Mutter ist. Die mag es nicht, wenn zu viel Blau auf einmal knallt. Und ich finde diese hier richtig, richtig cool. Der Kranz ist hier in dem Orchideenlila, der Spruch in Nachtblau und hier auch ist die Unterlage in Nachtblau. Finde ich super gut gelungen. Und eben diese blauen Steine, die auch noch so cool irisieren, finde ich super, super schön gelungen. Und das hier ist aber ein bisschen mehr so die pastellige Frühlingsvariante, die jetzt besser zum Muttertag passt. Deswegen kriegt sie auf jeden Fall diese hier, weil ich auch denke, dass das ein bisschen mehr ihr Stil ist als das viele dunkle Blau. Gut, das war es auf jeden Fall von mir für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und habt mal wieder was gelernt. Grüße gehen raus an Rihanna, danke für die Idee. Und genau, wir sehen uns einfach in einem der nächsten Bastelvideos. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Basteln und vor allem beim Stempeln. Wir sehen uns. You have been stempelt.